Top-Speaker wird man nicht von heute auf morgen, auch wenn dir da draußen vielleicht Leute was anderes erzählen wollen. Die meisten Top-Speaker haben viele Jahre daran gearbeitet, dahin zu kommen, wo sie gerade sind. In diesem Video sage ich dir, was der erste Schritt ist, wenn du dich auf den Weg zum Top-Speaker machen möchtest. Wenn du gerne mit deinem Business bekannter werden möchtest, dann solltest du jetzt meinen Kanal abonnieren. Hier gibt es richtig viele Tipps zum Thema mehr Bekanntheit für dein Business. Und jetzt kommen wir zum Thema. Was ist eigentlich der erste Schritt, wenn du dich auf den Weg zum Top-Speaker machen möchtest? Die Grundlage von allen Top-Speakern ist ein wichtiges Wort: Reputation. Wer keine Reputation mitbringt, der kann an noch so viele Türen klopfen und wird keine Antwort erhalten. Deshalb ist es wichtig, dass du dir eine Reputation aufbaust, nach und nach. Hier kommen 4 Ideen, wie du dir mehr Reputation aufbauen kannst. Idee Nummer 1, du baust dir ein Bekannt-Aus-Banner auf. Du bist bestimmt schon mal auf Webseiten unterwegs gewesen, wo du gesehen hast, Bekannt-Aus-Manager-Magazin, Bekannt-Aus-Cosmopolitan, was auch immer. Was macht das auf dich für einen Eindruck? Wahrscheinlich denkst du, Mann, die Person ist ja wirklich schon ziemlich bekannt, wenn die in so großen Medien war. Aber wie sind die Leute da hingekommen? Sie haben aktive Pressearbeit betrieben, in den allermeisten Fällen. Und das kannst du auch tun. Wenn du dich auf meinem Kanal umschaust, bekommst du viele, viele Tipps zum Thema, wie du dein Business in die Presse bringst und dir eine Bekanntausleiste auf der Webseite aufbaust. Denn ja, das macht richtig was her und das zeigt eine gewisse Reputation. Idee Nummer 2, du hast relevante Testimonials auf der Seite. Auch das kennst du, wenn du auf eine Webseite kommst. Du siehst Kundenstimmen und denkst, mit dem oder der hat die auch schon gearbeitet. Das können gute Testimonials schaffen. Wenn das jetzt nicht so bekannte Leute sind, ist es auch nicht so wild. Wichtig ist, dass in diesen Testimonials hervorkommt, worin du besonders gut bist. Was die Leute erreicht haben durch die Zusammenarbeit mit dir. Wodurch stichst du hervor? Was macht dich besonders? Ich sehe viel zu oft Testimonials, in denen sowas formuliert wird wie die Zusammenarbeit war sehr angenehm oder Frau Meier hatte immer ein offenes Ohr für mich. Das ist natürlich wahnsinnig unkonkret und das macht nicht so richtig viel her. Gute Testimonials betonen, welche Ergebnisse man erreicht hat oder was an dir wirklich besonders ist. Bei mir zum Beispiel heben die Leute oft hervor, dass ich Dinge gut auf den Punkt bringe, dass ich strategisch denke und dass sie dadurch selbst auch gelernt haben, strategisch zu denken. Das macht schon viel mehr her, als mit Marieke zu arbeiten, war echt angenehm. Wie kommst du jetzt an relevante Testimonials? Indem du aktiv wirst. Frag ehemalige Kunden. Frag sie, was sie erreicht haben durch die Zusammenarbeit mit dir. Denn man kann natürlich darauf hoffen, dass Kunden von sich aus schreiben, ich wollte Ihnen schon immer mal sagen, dass, aber das wird in der Regel nicht passieren. Auch ich gehe aktiv auf die Suche nach Testimonials und spreche ehemalige Kunden an. Idee Nummer 3, große Kundennamen auf der Seite. Versetzen wir uns nochmal in die Lage eines googelnden Menschen. Der kommt auf deine Webseite und sieht, okay, du hast schon mit Mercedes gearbeitet, Mensch. Das macht richtig was her. Also, wenn du schon mal mit großen Firmen zusammengearbeitet hast, dann frag doch mal nach, ob du sie auf der Webseite nennen darfst, denn das wird auch auf Konferenzveranstalter richtig Eindruck machen. Idee Nummer 4, viele Google-Bewertungen. Wenn Konferenzveranstalter, die einen Speaker suchen, deinen Namen googeln, was finden sie dann vor? Klasse ist es, wenn sie dann richtig gute Bewertungen bei Google finden und vor allen Dingen auch viele Bewertungen finden. 2, 3 Bewertungen in Google machen leider noch nicht den Eindruck, den du dir wünschst. Das heißt, geh auch da wieder aktiv vor. Sprich Menschen an, die mit dir gearbeitet haben und bitte sie darum, dich bei Google zu bewerten. Das kann eine ständige Aufgabe sein, zum Beispiel einmal die Woche ehemalige Kunden anschreiben und nachhaken. Nur so kommst du zu regelmäßigen Google-Bewertungen und glaub mir, auch die großen Unternehmen machen das oft so. So, das waren die 4 Ideen, wie du mehr Reputation aufbauen kannst. Und wenn du jetzt denkst, das mit der Bekannt-Ausleiste auf meiner Webseite, das würde ich richtig gern mal angehen,
dann solltest du unbedingt auf meine Webseite kommen unter wasjournalistenwollen.de. Da bekommst du ein kompaktes Einsteigertraining, das dein Business in die Presse bringt, sodass Journalisten auf dich aufmerksam werden und das Bekannt-Aus-Banner auf der Webseite nicht mehr nur ein Traum ist. Kann ich? Action. Okay. Action, Action. Das ist für deine Reputation ein richtig guter Punkt. Ja, Punkt. Wir kommen jetzt doch noch zu ein paar Outtakes, weil langsam meine Gehirnkapazität nachlässt. Wenn du dich für das Thema mehr Bekanntheit für mein Business interessierst, dann solltest du meinen Kanal abonnieren. Und dann muss ich mit der Stimme runtergehen. Wenn du nicht mehr zu sagen hast, richtig. Hör auf. Okay.